Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 bei Clanfolk im letzten Sommertag. Und wir haben wieder einiges vor. Wir lassen das Spiel schon wieder laufen. Hier müsste ich mal ein bisschen beobachten, wie viel das wir haben. Wir haben 170. Genau, da ist die Frage, wie viel das sie da verschlingen in einem Tag. Die gehen jetzt aber auf die Weide, das heißt, die benötigen wahrscheinlich ein bisschen weniger wie hier, weil die werden hier das Gras wegfressen. Ja, ja. Das heißt, wir müssen da noch was fleißig sammeln gehen. Ich hoffe, die bauen auch hier noch was ab, damit wir hier unseren ersten Ofen etc. bauen können, weil wir brauchen ja unsere Krüge. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt für den Winter. Wir hatten wieder eine Ratte. Unsere Fallen sind aufgebaut. Hier haben wir noch... Boah, geht da mal raus. Wir haben etwas freigeschaltet. Ein trockenen, feuchter Torfsiegel. Oh, da haben wir Futternapf, Wassernapf. Ja, das sind ja keine Haustiere. Ah, der Trochner Torfziegel war's, damit wir auch Torfwände etc. bauen können. Mehr haben wir da nicht freigeschaltet. Wir brauchen hier mal noch so ein Tierhautständer. Und den müssen wir dann trocknen. Das heißt, der muss irgendwo in einer Trockenstelle sein. Ich glaube, den können wir ja hier mal aufbauen. Und zwar Herstellung. Nö. Lenkkasten. Nein. Jagen. Einen Katzenkörper möchte ich nicht. Schlinge möchte ich auch nicht. Ein Kompost wäre wahrscheinlich nicht mal schlecht, ne? 20 Äste haben wir, 10 Zwirn haben wir auch, 8 Baumstämme hätten wir auch. Und den können wir ja irgendwo mal hier platzieren. Und dann sind die Wege nicht so weit. Mein Hauptziel oder mein Hauptfokus habe ich wieder aus den Augen verloren. Wie kann ich denn da Leder? Muss ich zuerst wahrscheinlich ein Tier schlachten und sagen, hey, wir müssen etwas machen zum ein Leder. Ein Dungbeutel, ein Düngerbeutel. Gut. Der Alexander ist fleißig im Bergbau dran. Jetzt hoffe ich nicht, dass da wieder gleich Eisenvorkommen kommt. Da braucht er wieder zu lange, darum habe ich jetzt hier nicht weiter gebaut. Und dann können wir hier gleich mal unsere Türe platzieren und sagen hier eine Strohtür. Müssen wir schauen, dass wir hier dann nichts Brennbares in der Nähe hinstellen. Ja, den einen den nehme ich noch, das ist kein Problem. Ja, die Türe ist schon da. Dann wäre wahrscheinlich noch ein Vorteil, wenn ich da mal ein bisschen Licht hätte. Und da traue ich mich nicht, weil ich weiß nicht, ob da von der Wärme her, Umgebung drinnen, draußen, Lüfter brauchen wir. Lüfter ist so, dass sie die anderen Räume mit aufwärmen. Wir haben hier das Feuer. Also sagen wir, wir möchten hier mal einmal lüften und einmal hier. Ich mache hier ja auch ein Feuer. Und dann kann ich auch noch hier sagen, dann sollte dann alle Bereiche schön warm sein. Und dann müssen wir hier nach rechts bauen. Den kannst du noch nehmen, weil sonst verlieren wir zu viel Zeit. Und hier haben wir noch 250 Stroh, das genügt uns. Und das benötigt 10 Stroh, das passt. Jetzt bauen wir hier weiter und gehen einmal in die Produktion, Herstellung, ein Holzkohle, Wärmeleistung, gibt auch noch 8 Grad.
Ich weiß nicht, ob der... Ich platziere den zur Sicherheit hier. Machen wir gleich hier hin. Da ist mit Stroh genau die zwei Dings. Die werden auch gemacht. Dann hätten wir das auch schon für den Winter vorbereitet. Wir sind immer noch im letzten Sommertag. Die Evelyn füttert den Daniel bei den Tieren. Der Alexander hat die Lüfter soweit gebaut. Das passt. Temperaturunterschied habe ich schon da. 26, 8, also irgendwo überall gleich, aber draußen ist es auch 26. Da ist wahrscheinlich der Holzkohle, der wird soweit fertig gebaut. Und da Holzkohle, schaut das immer irgendwo 10 Holzkohle, ja, wir machen mal 20 Holzasche. Der braucht Äste und Lehm, der braucht 25, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Wir machen hier auch schon mal 20. Eingestellt ist eingestellt. Und wir können hier ja auch mal Flachs graben, Flachshalm. Hier möchte ich, sorry. Ah, hier ist unser Düngerkorb. Mach mal einen. Das passt. Wir waren hier und wollte sagen, Stroh haben wir eigentlich. Ah, hier die Samen. Mach einfach mal 10 Heusamen. Mache immer mal 10 Flachshalme. Und mache immer mindestens mal 10 Stroh. Und da fällt noch Nachschub. Das kommt. Sie macht den Korb. Und dann nimmt sie Wunder, ob sie morgen auch die Kleider anziehen. Hier ist genau. Der ist am Arbeiten. Und dann schauen wir, ob wir dann etwas mehr freigeschaltet haben. Ich denke schon, dass wir zu unseren Krögen kommen. Der Daniel, der schläft mitten am Tag, ist ein bisschen müde. Der Kompost, der ist auch schon fertiggestellt. Und hier kommt alles Verdorbenes rein. Gut. Wir haben hier wahrscheinlich immer noch 13 Transporte und 9 Landwirtschaftssachen. Stopp. Ein Brennofen. Ein freigeschaltet Zimmer-Freischild. Dann machen wir mal Flachs. Wo haben wir Flachs? Heu. Ah, das könnte noch Flachs sein. Ne? 25, das ist Flachs. Gut. Dann gehen wir auch mal abbauen. Mal irgendwie so. Ich glaube, das sollte so genügend. Machen wir so noch und das passt. Und wie sieht es mit dem Heubestand aus? Oh. Wir hatten 170, ne? Die fressen mehr als 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Genügend 2. Also wir müssen hier schon viel an Heu organisieren. Ja, ja. Die fressen mir sogar fast 200 weg. Und einer hat, ja, wenn einer zu, ja, das geht weg. Gut, es ist dann Abend. Ich wollte auch da mal schauen, den Brennofen. Das kann dann
das sein, was unser Ziel dann ist. Wir platzieren diesen hier hin, können da nochmals erweitern. Na gut. Das Einzige, was mich nicht so freut, ist eigentlich da. Da sind jetzt alle drin. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Das passt soweit. Der ist auch unglücklich. Stimmung. Stopp mal. Vergnügen, 1000 privates Zimmer, 1000 Scham eines Missgeschicks. Okay, minus 1000 Einsiedler, minus 1500 isoliert, 2000 minus satt. Umgebung, minus 32 Einbuße, 2224. Das ist viel. Und die Evelyn? Ja, fliegt jetzt das auch gleich runter. Oh ne, die ist noch im Plus. Arbeit, 700. Und der kommt wieder hoch. Okay. Da ist die Stimmung gut. Die geht jetzt aber runter. Ja, wo ist denn die Flöte wieder? Haben wir den Topf da schon abgebaut? Ja. Und der ist mal weg. Brennofen müssen wir bauen. Und jetzt sollte dann der Herbst kommen. Sonnenaufgang, erster Herbsttag. Willkommen im Herbst. Und wir machen gleich weiter mit einem Schluck bei mir mit dem Trinken. Einen Moment. So, bin wieder da. Ja, wie ist deine Stimmung wieder? Immer noch 600 minus, ne? Sozial ist einfach grauenhaft. Ja, Äste müssen wir sich auch noch was organisieren für den Winter. Bau doch jetzt zuerst eigentlich das mal fertig. Lehm 100. Wo habe ich den Lehm? Lehm habe ich doch. Lehm brauchen wir sicher auch nochmals. Nahrung haben wir noch zwei, das passt soweit. Genau, sie ist da. Fleißig dran. Stroh noch 50, da haben wir 215, Zeit 5, Zeit haben wir. Aber auch immer weniger. Also wir müssen da die Nahrung, ich weiß gar nicht, die Nahrung ist das so heruntergerechnet an Anzahl Personen. Stopp, Tonschüssel. Ja, jetzt geht, jetzt Ziegelstein, da der Krug. Da brauchen wir 20 Lehm und 2 Holzkohle, ne? Und ich weiß gar nicht, wie viel Wasser wir benötigen. Wir machen hier mal ein Lager an Krüge. Tiere haben wir auch. Ja, mach mal so um die 50 herum. 50 mal 20 sind 1000, ne? 1000, gut. Und dann heißt, wir brauchen nochmals Lehm, 1000, da haben wir 200. Dann haben wir einmal Lehm abbauen. Machen wir gleich mal so. Mal schauen, wie viel das gibt. Da konnte ich jetzt nicht nachzählen. Aber Krüge kommen, das passt auch. Das ist das Wasser für den Winter, weil wir haben Minustemperaturen. Was passiert im Winter? Da wird Eis. Eis, keine Aale, kein Trinken.
Unsere Nahrungsquelle geht dann auch zunichte. Wir haben Beeren. Beeren im Winter? Nee. Auch nicht gut. Dann heißt es so, dass die Beeren und die Aale verderben nach einer gewissen Zeit. Also brauchen wir auch eine Lösung. Das sind mal 300, da kommen wir auf unsere 1000, würde ich sagen. Also, das heißt, wir brauchen eine Alternative. Wir können jagen, Fleisch. Fleisch verdirbt irgendwann auch. Temperatur haben wir jetzt noch 19. Jetzt, stopp. Die hat jetzt ein Kleid an. Ja. Für den Winter genügen die Kleider auch nicht. Also, das heißt, wir müssen auch von den Kleidern wieder vorbereiten. Wir haben hier 300, 400, 500, 600, 700. Das sollte genügen mit dem restlichen Lehm abbauen. Und dann wäre das auch erledigt. Die Krüge erstellen wir. Wir haben Brandbekämpfung freigeschaltet. Das möchten wir ja nicht benutzen. Wir haben Wasser. Haben wir Lagerzonen. Lagerung. Töpfe haben wir noch nicht, ne? Wasserkrug. Hier seht ihr den Eiskrug. Ja. Gut, ich habe ja einen Tonkopf. Steinregal. Ah, hier. Ich brauche 5 Töpfe. Gut, die kommen. Das Wasser möchte ich mal schauen, wo wir das lagern. Irgendwo hier dann. Das sollte passen. Die sind noch fleißig da am Abbauen. Es sind 2, 4, 885. Das sollte passen. Habe ich da die Aufgaben hier hinten, ist auch erledigt, passt. Und dann heißt es hier, die Schafe, die kommen momentan durch. Krüge sind wir dran. Hier, Pilze. Wir sammeln Pilze ein. Jetzt schon. Ja, ich muss da vorbereiten für den Winter. Und das in Masse. Hier hinten komme ich auch schnell hin. So. Wir haben jetzt satte 158 Aufgaben mit 135 Sammeln. Ihr seht schon. Sind aber noch anders beschäftigt. Ah, das war mit dem Dünger. Den Kompost. Benötige Prädünger. Weiß gar nicht, wo sie das hinschütten. Hier überall verteilt oder was. Overlay. Muss ich wahrscheinlich dann auch mal so Getreidefelder dann machen und so. Die sammeln keine. Ah, gut, Wasser ist gut. Das brauchen wir auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser wir dann verschlingen in einem Tag. Das sind so die Überraschungen, die ich jetzt auch noch nicht weiß. Und die Pilzsammlung geht los. Wir haben ein Pilzregal. Wo ist das Pilzregal? Fleisch. Lagerung. Ich bin durch. Ah, doch eine Pilze, damit sie länger halten, da brauchen wir gleich mehrere. Ich mache die mal hier rein. Hier habe ich keine Funken gesehen. Wir machen hier gleich mal 3. Damit das vorwärts geht mit dem Pilztrechnen.
Weil wenn die Pilze trocken sind, dann verderben sie nie mehr. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, wie wir durch den Winter kommen. Im Stroh haben wir noch genügend. Das sollte passen. Man sollte es auch herstellen. Eine Flachsrotte. Und dann möchte ich hier auch nochmals ausbauen. Ich sage da mal so. Das sollte dann passen. Da, die Pilze sind dran. Ich da mal 4, ja, der ist aber nicht mehr extrem langsam, ne? Einfach die Stimmung im Arsch ist. Essen haben wir noch genügend. Ja, ist. Oh, Alexander. Stimmung im Keller. Minus 2400. Nahrung. Sehe ich eigentlich kein Problem. Ernte macht er sehr gern. Wo hat er am meisten Freude am Ernten? Ja, ernten müssen wir momentan nicht. Wo ist deine Lieblingstätigkeit beim Handwerk, ne? Und sammeln ist einfach extrem gut. Wir schlafen alle und der erste Herbsttag ist auch schon vorbei. Schau da einmal schnell die Zeit an. Gut, wir sind momentan bei 22 Minuten. Das heißt, wir können gut den nächsten zweiten Herbsttag miteinander angehen. Tag 12. Das heißt, wir haben noch 8 Tage bis zu unserem Winter. Hier ist es dunkel, hier möchte ich noch ein Fenster haben. Fenster. Ja, passt. Pilze sammeln, Fenster. Wir sind momentan bei 3 Tage. Müssen dann auch noch was für die Tiere schauen. Neues Baby. Nee, hört auf mit Nachwuchs. Ich habe da keinen Platz eigentlich. 3, 6, 7, 8. Ja, 2 habe ich schon, aber ich wollte noch was einen Heuhaufen haben. Ah, hier ist der Flachs drin. Ja, das ist gut. Flachs geht auch, ne? Zwei Stück, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ah, die zwei bringe ich noch hin. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr. Ein Moment schnell. Da sehe ich nicht, ob die... Satt. Okay. Objekte. Ist jetzt nicht so toll. Das war nicht so toll. Und da haben wir auch noch dann Evelyn, was machst du? Ja, das Fleisch interessiert mich jetzt momentan nicht mehr ganz so groß. Kann ich auch sagen, was ihr zuerst der Nahrungsquelle nehmen sollt? Feuer löschen, ja.
Hier kann ich nur so. Nee. Kruglager. Das baue ich hier Aufgabenlagerzone. Das möchte ich hier in der Wärme haben. Und zwar Lagerung, Kruglager. Ich platziere das mal so und so. Das sollte soweit passen. Der ist da nochmals am Erweitern. Oh. Ja, wenn es nur der eine ist, ist mir mal wieder egal. Langsam habe ich das Gefühl, es wird wieder knapp, dass wir da gut unterwegs sind für den Winter. Krüge, da mache ich mir mal weniger Sorgen. Ah, jetzt, genau. Da können die zwei noch fertiggestellt werden. Hier kommen die Pilze rein. Wir haben noch so viele Aufgaben. 154. Ich hoffe, das reduziert sich. Hey, wieso macht ihr jetzt lauter Schafe? Waren jetzt das 4 Schafe nochmals? Vorher habe ich 8, 9, 10. Sind es jetzt 12 oder 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, vorher eine und dann noch zwei dazu. Dann waren es vorher schon 3. Hey, ich glaub's nicht. Ich bekomme da Schafe und Schafe. Der ist jetzt momentan nicht gerade so cool. Das heißt ja, die fressen wieder noch mehr. Das sollte ich alles haben. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Och Mann. Wer macht das noch schnell fertig hier? Das Lager hier wird auch voll, ne? Nee, gar nicht cool hier. Die Kruglager ist mal fertig. Die Aufgaben werden irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. 152. Solange da keine Pilze. Doch, die liegen auch schon hier draußen. Das ist. Und die sind getrocknet. Auch nicht cool. Sind die wieder nass und dann. Dankeschön. Wo kommen die hier rein? Okay. Gut, du machst hier noch schnell fertig. Die trinkt circa fast 20, hat die getrunken, ne? Die 20 sind da sicher 200, die die da verbraucht. Eine Person. Gut, das sollte. Und die Schafe sind auch noch. Auch das mit dem Wasser wird schon knapp, ne? Gut, der ist mal da vorbei. Und die ist da am kleinen Füttern. Die Aufgaben sind immer noch bei 149. Jetzt läuft er. Ja, genau. Gut, Krug. Das ist wichtig. Was bist du jetzt so wieder am Herstellen? Ah, ist das noch ein Werkzeug defekt gegangen? Okay. Das ist soweit erledigt. Du gehst und gehst zum Krug, holst Wasser, nehme ich an. Nee, ich glaub's nicht. Hey, hey! Was ist los? 10. 19 Schafe!
Ich kann gar nicht 19 schaffen durch den Winter. Also, Leute, ich muss da dann etwas unternehmen. Ja, sorry, Leute. Ja, das, was ich angeschaut habe, das habe ich mir jetzt vorgestellt. Gar nicht cool. Und die Kleinen wachsen dann irgendwie ohne Mutter auf oder ich weiß doch auch nicht was. Hey, hey, hey. So, der zweite Tag ist auch vorbei. Das sind noch 8 Tage. Und es regnet. Stopp. Was haben wir hier? Ja, danke, danke, danke. Oh Mann. Ist egal. Hier habe ich auch noch etwas. Ein Trockentorf. Toll. Oh. Ja. Einfach toll. Ich brauche da noch mal so ein kleines Lager. Mach da mal so. Ja, klar. Nee, Mann, wirklich. Oh. Momentan nicht so, wie es laufen sollte. Gut, diese Folge hatten wir einen ganz großen Nachwuchs. Wir hatten, ja, uns geht gerade die Sachen defekt, weil es regnet. Unser Personal ist ausgelastet, beziehungsweise haben die noch 146, 147 Aufgaben. Wir sind bei Tag 13 angekommen. Die Zeit ist auch rundherum. Das heißt, wir haben noch 7 Tage Zeit, um das Ganze zu bewältigen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, wir schaffen es noch rechtzeitig, bis der Winter kommt, unsere Aufgaben zu lösen und was wir mit den Schafen machen. Ja, wird in den nächsten Folgen passieren. Wir müssen hier gewisse Maßnahmen machen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, euer Mitty. Tschüss.